Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mal wieder Omsi 2 im Ruhrgebiet und ich bin's diesmal nur der Jan. Ich möchte nämlich mit euch auch mal durchs Ruhrgebiet fahren, weil es eine größere Map ist. Und wir fahren heute mal die 908, die geht von der Stern gerade Bahnhof zur nach Duisburg-Martener Straße. Und ja, wir haben heute mal ein C2 Stadtbus, der aus dem Gladbecker Addon ist. Ich wollte euch den Solaris erstmal ersparen, weil der ein bisschen langsamer ist. Ich würde sagen, wir warten auch nicht lang. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Gehen einfach mal rein. Das ist zumindest erstmal unser schöner Bus hier. Sieht eigentlich ganz schön so aus. Typisch Stadtbus halt. Kann man jetzt nicht viel zu sagen. Ja. Ja. Geht alles. Eine schöne Tür hier vorne. So, also das ist unser Cockpit. Ist ja leider C2, deswegen steht hier auch nichts von den Dings. Vom Stern. Gut, Passwort. Ist erstmal Tür zu machen. 1805 9691. Ja, diese Map möchte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen zeigen. Weil 918 wir. Weil ich finde schon, dass man, auch wenn die Map für die meisten viele finden diese Map auch scheiße, deswegen will ich euch die einfach mal selbst zeigen. Gut. Ich finde sie ganz okay, aber so liebend gerne fahre ich jetzt, wie gesagt, ja auch nicht drauf, dass ich jetzt sage. Aber es ist halt eine große, schöne Map. Oh, bin ich ja lange nicht mehr gefahren. Ich mach mir auch mal an. FPS ein. Brüche. So, wir haben auch schon eine gute Verspätung. Ich habe gleich den ersten Plan ausgewählt, wie man sehen kann. Wenn man zu schnell fährt, dann piept dieses Teil sogar hier in dem Bus. Das ist ja auch mal wieder ungewohnt. So, Starthaltestelle erreicht. Moin, moin. Automatisch absenken brauchen wir nicht. Das dauert alles zu lang. Retarder haben wir jetzt hier sogar auch drin. Also sieht das Hallo. Ganze hier aus. Hallo. Guten Tag. Ah, Hilfe. Sind alle drin, noch nicht ganz. Ja, ganz schön, was nicht. Hallo. Hallo. Ein Licht kaputt. 280. Hallo. Schöner A-Transfer auch. Diese Sounds sind auch mal Licht anmachen. Teil dich da ganz, das machen wir. Und auch ganz, das wir mal Teil an. Sind alle drin? Ja, eigentlich. Jetzt schon auf dem Sack, aber naja, das werden wir ja noch mal ein bisschen öfters hier. Aber ich finde die Sounds schon mal besser als im C2 der Ham, also im C2 der Hamburger Busse da. Also natürlich auch noch mit dem Cockpit. So heißt, da können wir auch mal eben hier ein bisschen anmachen. Ich finde das voll nice, dass wir hier auch mal so ein Tade haben, weil der Sound auch nicht so richtig. Zwei Stufen, oh, naja. Also das Gerät kann man hier überhaupt nicht benutzen. Drucker kann man auch einiges hier machen, wie man sehen kann. Kassensturz 2,80 Euro erst, das geht ja noch. Holo ist elektrisch, das ist ja auch so. Ja, sonst gibt es hier nicht viel zu sagen. Ich kann mal eben die Taroscheibe noch reinlegen. Nach anderthalb Stunden wird es endlich gut. So, ab nach Duisburg. Starkrade Bahnhof Westseite. Die Ansage finde ich jetzt hier nicht so dolle drin. Einfach immer nur so ganz stumpf. Aber ich werde jetzt mit euch so hier vereinzelt oder irgendwie sind die Linie abkaspern und wir haben schon ein bisschen Verspätung. Daran muss ich mich jetzt mal wieder gewöhnen, ey, dass dieses Teil hier immer so piept. So, hier ist einmal jetzt hier. Die Map ist ja nicht so beliebt bei den meisten Leuten hier. Und wie man sehen kann, leckt es hier auch ein bisschen. Also kommt mir zumindest vom Schuppen her so vor. Machen. Oh,
Ach, jetzt haben wir ja wieder andere Stimmen. Stimmt, wir sind ja nicht mehr in der Uhr. Bin ja ewig nicht mehr gefahren. Wirklich ewig nicht mehr. Deswegen ist das mal für mich auch mal was Neues. Moin, moin. Dauert das immer so ewig, die zweite Tür zu gehen. Eine Kamera haben wir sogar auch für die Busse, für die zweite Tür hier. Das finde ich ganz nice. Preußenstraße. Den Drucker finde ich eigentlich auch relativ nice gemacht. Den gibt es in meiner Region hier in echt auch. Aber hier kann man leider nicht alles so bedienen, wie das sonst so geht. Oh, Info. Oh, Sonne. Ja, Wetter. So. Aber was ich von dieser Map halte, weiß ich auch noch nicht so ganz. Ich finde sie ganz okay, aber einige Bereiche gehen gar nicht mit den Spandau-Objekten vor allem. Also vom Bus her will ich gar nicht meckern, der ist eigentlich ganz gut so, aber die Map her technisch, also das werdet ihr auch in den folgenden Videos sehen, ich werde dafür auch eine eigene Playlist doch machen. Hessenstraße. Für Ruhrgebiet, weil das ist ja eine große Map, will ich ja alles abklappern. Das kann ja nämlich auch ein bisschen dauern, sagen wir jetzt mal so. Hessenstraße. Es gibt hier ja auch Schnellbuslinien drauf. Oh mein Gott, war das scheiße. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich glaube auch SB6 wie auf Uhr auch. Ist das? Irgendwie so war das. Aber ich bin ja auch ewig nicht mehr drauf gefahren, muss ich zugeben. Früher war das meine Lieblingslinie auf dieser ganzen Map. Ich weiß gar nicht warum, aber ich fand die ganz schön. So oft fahre ich jetzt ja auch nicht drauf, dass ich jetzt sagen kann, ja, das ist ja toll zu fahren. Jo, 2,80. Buschhausen Mitte. Das wäre es ja gewesen, wenn wir das mal schon verfahren. Ja, vom Cockpit gibt es ja eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich weiß zwar nicht, wofür dieses Teil hier ist. Kann man den Bus mit hochpumpen, funktioniert aber auch nicht. Macht man hier halt diese Fahrertür auf. Haltestellen oder diese absenken. Automatisch absenken. Ich glaube, hochfahren oder so. Kinderwagen, Türfreigabe. ASR ist eigentlich klar, hier Innenlicht, das Innenraumlicht hier. Hier sind noch so ein paar Kleinigkeiten, Rollo und so. Jetzt kann ich aber den Retarder anwenden. Ich finde, für einen Stadtbus braucht man eigentlich keinen Retarder, aber es ist ja mal eine nette Idee, dass man sowas hier mal eingefügt hat. So. Busschauen. Im Ruhrgebiet ist es besonders, dass alle immer ihr Ticket hier ranhalten. Dann piept es mal grün. Rot leider nicht. Wäre aber witzig gewesen, wenn es so wäre. Also immer grün. Aber ich glaube, ich kann das auch irgendwie nochmal. Irgendwie konnte ich es. Ah ja, hier. Hier kann ich das ausschalten. Kontrolle aus. Dann können die so durchgehen, aber die halten das da trotzdem ran. Das ist egal. Also glaube ich zumindest. Das kann ich auch wieder ausprobieren. Hier zumindest ewig nicht mehr gefahren, deswegen ist es aber für mich mal wieder was Neues hier zu fahren. Pfaffnerstraße. Hallo. Machen die trotzdem wohl. Es gibt jetzt nicht mehr, aber egal, wir lassen es mal an. Kamera, dass die Tür zugeht und dann müssen wir so weiterfahren. Mir fehlt das ein bisschen, dass der Bus so wenig Power hat irgendwie. Ich komme damit irgendwie nicht so klar. Ich hätte mir gewünscht, dass der ein bisschen mehr Power hätte. Aber naja, man kann ja auch nicht alles sagen. Autos sind ja auch ganz okay auf der Map, aber diese ganzen
Objekte hier, guck mal, das sieht doch schrecklich aus. Das sieht das doch niemals in echt aus. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Hallo. Hallo. Genau, alles zu hören. Kann ja jeder selbst so entscheiden, was ihr davon hält. Aber so, jetzt war ich wirklich ehrlich, das sieht doch hier nichts. Sieht das echt nicht in echt wohl aus. Kann ich mir echt schlecht vorstellen. Wolframstraße. Wolframstraße, ich glaube, das ist die erste Haltestelle, die in Duisburg ist. Ah ja, hier. Duisburg. So, Mattener Straße. Ich glaube, ich halte das jetzt, muss jetzt hier rum. Benno-Straße. Benno-Straße. Aber ich glaube, in echt ist die Ansage auch gar nicht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das Ding ist, ich war schon mal da, aber das ist schon zu lang her. Ich kann mich daran echt nicht mehr erinnern, so halbwegs. Ich denke mal, die Scheibe ist zu beschlagen, aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein. Oder beschlägt die gar nicht. Sieht so langsam irgendwie aus. Da ist die Band, starte durch die beschlägt Stück für Stück. Knopf muss ich doch dafür drücken. Ich glaube, den hier. Einen Kinderfahrschein bitte. Auch so richtig stumpf so gesagt. Einen Kinderfahrschein bitte. Oh, mir ist aufgefallen, dass der Typ, der die Preise für Ruhr gemacht hat, hat sich an diesen Preisen hier vom Ruhrgebiet orientiert. Weil dann kostet das genauso viel. So. Vorfahrt ist scheiße. Sag mal, einfach hier. Vorfahrt nehmen, was ist das denn? Also das geht echt nicht, ey. Fiskusfriedhof. Fiskusfriedhof, wo sind wir denn jetzt hier? Fahren wir noch ein paar Haltestellen. Hallo? Preisstufe A, bitte. Ja, bitte. 2,80. Dankeschön. Mit dem Solaris vom Ruhrgebiet fahre ich eigentlich auch nicht so gern. Der ist noch lahmarschiger als der hier. Der kommt da einfach auf diesen Hügel runtergefahren. Sonst kam der einmal nicht hoch, als ich den gefahren bin. Das zeigt mich dann ja schon wieder auf. Salzmannstraße. Aber den stelle ich trotzdem nochmal vor. Ah, oh, hier sind nur 30 erlaubt. Dann fahren wir nur 30. Salzburgstraße. Ach, wir fahren ein Stückchen. Alles wird gut. Aber dieses Zischen ist ja ganz gut gelungen, finde ich, in dem Bus. Die Fahrgäste sind auch alle zufrieden. Ich glaube sogar, das wollte ich auch nochmal gezeigt haben, wo ich da mal hinkomme. Haltestelle. Jetzt haben wir hier rum, hier links. Gelb. Ich finde aber auch persönlich, fahren die jetzt rüber oder nicht? Noch nicht um den Fahrrad. Die Kurven sind ja auch ganz schön eng. So.
reinlassen hier. Guten Tag. Hallo. Hallo? Steigt ihr mit? Nein, ich weiß es nicht. Hallo Busfahrer. Hallöchen. 7,10 €. Einsteinstraße. 30er jetzt, 30 erlaubt. Alter, das ist ja aber auch richtig eng, ey. Wenn sich das mal anguckt, ey. Wir schaffen es zwar eben durch, aber ist schon ganz schön eng. Nicht ohne. Ich finde allgemein diese ganzen Haltestellen hier richtig eng. Ihr guckt euch das mal an hier. Aber, hi, hi. Hi. 31. 2,18. Hallo. Dankeschön. Oh, wollte auch jemand. Ja, war schon wieder 1,50 Verspätung, sehe ich hier. Zeit rennt hier aber auch. Oh, hi. Ah, scheiße, ich glaube, das wäre ein Unfall gewesen, was ich gerade gemacht habe. Hätte ich mal ein bisschen mehr aufpassen sollen. Ruprechtstraße. Ruprechtstraße. Das ist hier aber auch eng. Ich bin echt lange nicht mehr gefahren. Ich erinnere mich immer noch so an ein paar Teile hier an der Strecke. So aus dem Kopf wüsste ich das zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr, warum man hier langfahren muss. Naja, ich bin das halt lange nicht mehr gefahren. Deswegen. Ah, scheiße. Man kann ja auch im Ruhrgebiet, wenn man nicht keine DLCs hat, gar keine, dann fahren die nur diese, das finde ich auch richtig scheiße, dass die nicht irgendwie noch welche entwickelt haben. Diese langen scheiß MAN-Busse aus Berlin durch. Das finde ich auch, weil wir zur nächsten Folge eingefügt haben, dass dann auch hier mal bessere KI-Busse fahren, weil sowas geht ja auch gar nicht. Weil in echt wäre das ja auch nicht so. Das finde ich richtig kacke, dass die das nicht hinbekommen haben, einfach solche Solaris-Busse hierfür einzufügen oder so. Aber das ist halt alles so viel Arbeit. Und für den Preis finde ich die Map eigentlich auch nicht so richtig gerechtfertigt. Ich werde das in den nächsten Videos so sehen, was ich davon noch meine. So, erstmal halten wir jetzt noch hier. Weil das Ticket kostet, glaube ich, 40 Euro. Preisstufe A hier und jetzt bitte. Ja, 2,80 bitte. Barbara Straße. So, Wetter habe ich gerade mal Berlin an, passt zwar nicht, aber ich habe gerade nichts anderes gefunden. So, muss ich euch mal zeigen, weil ich weiß nicht, ob ich euch das so zeigen kann. Geht das so? Ja. Also zumindest kann man hier auch, wenn man hier sehen kann, auch es kommen hier mal so Werbungen. Das sind ja auch nice Willkommen auf Metro. Ja, ganz gut haben. Ganz cool gemacht. Ich kann das mal ausprobieren, das stört mich eigentlich auch. Abschließen kann man die Türen hier sogar auch. In echt dürfte das gar nicht abschließbar sein von hier hin. Von hier hin ist das nämlich eigentlich immer nur so gedacht, dass wenn man von außen abgeschlossen hat, dass man so gesagt von die Tür nochmal öffnen könnte. Dass es nicht anders geht, aber. Oh, wie lange braucht diese Ampel denn noch? Haben die überhaupt schon rot jetzt? Jetzt wollen wir hier vom Grün springen. Endlich. Das, ah ja, das war jetzt diese Kreuzung. Jetzt geht es hier links rein. Das hat eigentlich auf den Dom geschossen. Jetzt geht das, glaube ich, irgendwie eine Baustelle mal gewesen oder so, aber das haben die jetzt hier geändert anscheinend. So. Ja, das ist ganz schick gebaut, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es hier solche alten Häuser hier in der Straße gibt. Ich weiß, ja, es ist eine große Map, aber trotzdem, das ist ja auch ein Müll, wenn das hier alles nur so billig eingerichtet ist. Keine Ahnung, was ich davon halten soll.
sind ja aber auch voll die engen Straßen. Ich weiß gar nicht, wie man sonst hier rumkommt, ob das so in echt auch so eng hier so ist. Ich kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen. So was kann es doch wirklich nicht sein. Umleitung zu ändern. Ne, da haben die das immer noch nicht geändert. Darf man nicht schneller fahren. Hier ist ein spannender Wartehäuschen, das ist auch ganz schick gemacht. So, kann man eben automatisch absenken. So, meine Freunde, das war der erste Teil. Ich hoffe, es hat euch natürlich wieder gefallen. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil auf der 908 wieder. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.